Oh, auf der Suche habe ich hier ein neues Pokémon entdeckt. Und zwar ein Frostbino, so heißt das Ding. So, da habe ich es gefangen. Hat ein bisschen gedauert. Das Ding wollte einfach nicht in den Ball bleiben. Frostbino, Drache, Eis. Mit deiner Rückenflosse absorbiert es Wärme und wandelt diese in Eisenergie um. Je wärmer es ist, desto mehr Energie kann es speichern. Ein sehr, sehr nices Pokémon. No pun intended. Hatte ich die Überlegung, ein Ziel zu tun, aber ich habe schon Zitoddle und das mache ich ein kleines Stückchen mehr. Trotzdem ein sehr gutes Pokémon, kann ich auch sehr empfehlen. Ich bin jetzt hier sehr lange rumgerannt, 20 bis 30 Minuten. Ich habe endlich auf dem Boden einen Eisstein gefunden. Ja, die spawnen einfach so random, diese glitzernden Punkte, wo manchmal auch Bären sind oder irgendwelche Heil-Items oder sowas. Da habe ich jetzt endlich einen Eisstein gefunden und mit diesem Eisstein können wir unser Seatoddle zu einem Seatitan entwickeln. Ich hab's gerade gefunden, deshalb bin ich hier random auf irgendeiner Route. Und so sieht das Ganze schön aus. Gucken wir uns dann später etwas genauer an. Koloval. Es wandert in eisigen Schneegebieten umher. Mit den starken Muskeln und der dicken Fettschicht unter seiner Haut schützt es seinen Körper. Falls ihr euch fragt, wie ihr euer Delfin, euer Normifin entwickeln könnt, ganz einfach. Ihr geht einfach in eine Lobby rein mit irgendwelchen Freunden. Ihr geht einfach so online mit Freunden. Und sobald mindestens eine Person mit euch hier rumläuft, müsst ihr einfach nur, sobald das Pokémon Level 37, 38 um den Dreh ist, einfach nur es entwickeln. Zum Beispiel gebe ich ihm jetzt einfach so 2000 Bonbons, kriegt ein Level Up. Versucht direkt auch eine Attacke zu erwehren. Nassschweif. Und dann werdet ihr sehen, dass es sich entwickelt. So einfach geht das. So. Und ihr werdet euch wahrscheinlich denken, wo ist das da eine Winklung? Es hat einfach nur ein Herz auf seinem Bauch bekommen. Das heißt jetzt Delfinator. Ich finde den Namen sehr lustig. Hört es die Hilferufe von Artgenossen, ändert es seine Form. Den Moment seiner Verwandlung zeigt es jedoch niemanden. Wie das Pokémon funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar, wenn man nämlich mit Delfinator in einen Kampf geht, ja, dann sieht man daran, dass es hier ein Herz unten hat, das ist Delfinator. Man ist dann auswechselt mit irgendeinem x-beliebigen anderen Pokémon. Und man ist dann wieder zurückwechselt. Dann verwandelt es sich. Denn ihr müsst wissen, am Alltag, normalerweise, ist es einfach nur ein Delfin. Doch, wenn die Scheinwerfer scheinen, wenn Hilfe gerufen wird, dann erscheint er. Es ist niemand Geringeres als Delfiman! Mit seiner special glitzernden Animation, ja. In einem Trainerkampf zum Beispiel würde das cooler aussehen, aber hier haben wir ihn. Und ich meine, dieser Pepsi-Man, Superman-Abklatsch, ich finde ihn super, ich liebe ihn. Das ist wirklich ein tolles Delfin-Pokémon, meiner Meinung nach. Und ja, das sind die Attacken, die ich habe. Rollwände und Düsenantrieb sind sehr gute Attacken für ihn. Hier, Rollwände solltet ihr, also falls ihr es competitive, sage ich mal, benutzt, wäre es, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn man Delfinator vorne hat und dann direkt Rollwände einsetzt, ist es nämlich wie, genau, man greift nämlich an so und dann, geht halt wieder zurück in dein Team und dann wechselst du das Pokémon aus. Voltwechsel, genau, so hieß die Attacke, das meinte ich. Ist genau wie Voltwechsel nur unter Wasser. Und Düsenhieb ist eine sehr starke Wasserattacke, ja. So, und ihr fragt euch vielleicht, warum bin ich hier eigentlich jetzt in der Wüste? Genau, verwandelt sich wieder zurück. Ihr müsst es immer wieder neu verwandeln. Immer wieder. Ich bin hier in der Wüste, denn hier drüben ist noch das Bodenherrscher-Pokémon. Und das würde ich schon gerne einmal besiegen. Bevor wir dann weiter reisen, meine ich natürlich. Wohin weiter reisen? Ich glaube, als nächstes streben wir die siebte Arena an.
Ich möchte tatsächlich die ganzen Teamstar-Sachen als letztes machen. Ich habe ein paar Albträume von denen jetzt. Und da traue ich mich nicht mehr so viel. Regentanz. Okay. Gott, das ist eine sehr große und lange Wüste. Aber hier kann man hoch. Nicht? Kann man hier nicht hoch? Also lässt mich auf jeden Fall nicht. Also keine Ahnung, ob das geht. Jupp. Damit wir in die richtige Richtung düsen. Das müsste die hier sein, die Richtung. Du, 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 du. Was haben wir denn hier? Wir haben ganz viel von den gleichen Pokémon-Arten. Aber ja, wie findet ihr eigentlich die neuen Pokémon? Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde die super. Ich kann mich hier gar nicht beschweren. Ich bin sehr zufrieden mit unserem finalen Team. Das hier wird unser finales Team bleiben. Eventuell tue ich einen Pokémon noch rein und raus oder so, das weiß ich noch nicht, aber... Seht ihr das? Also... Donphan? Oh, Mondstein. Donphan sieht ein bisschen anders aus, als ich es in Erinnerung hatte. Okay, let's fight! Ein Typ Boden, Donphan. Donphan! Was? Bring, bring! Im Kampf? Hallo Maike, hier spricht Professor Antiqua. Riesenzahn ist ein Pokémon, das aus dem Schlund von Paldea stammt. Ich rate dir, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Okay. So heißt du also, Riesenzahn ist dein Spitzname. Herrscher der bebenden Erde. Lass mal direkt mal Rollwände ein. Kameraperspektive ist aber echt komisch hier in diesem Kampf. Bam. So. Da unser super nicer Tank ist, würde ich ihn mal gerne reinschicken. Auch wenn mir jetzt erst einfällt, dass er gar keine Wasserattacke hat. Habe ich ja verlernt. Da war ja was. Ups. Naja, whatever. So. Was können wir denn noch so Schönes einsetzen? Ne, eigentlich nichts. Eigentlich würde ich wieder zurückwechseln zu Delphi-Man direkt. Denn ich möchte euch natürlich auch seine Special Attack zeigen. Delphi-Man! Der. Wie als wäre es shiny. Aber es ist nicht shiny, wie ihr alle sicherlich wisst. Aua. Machst viel Damage, mein Kumpel. Aber so wird das nicht bleiben. Düsenhieb! Bam! Da kreiert man so einen Wasserball und schmeißt ihn auf den Gegner. Ja, leider ist Delphi-Man gerade ziemlich low. Helfen wir ihm, indem wir ihn heilen mit einem Hyper-Trank. Genau. Müssen wahrscheinlich zweimal gegen den sogenannten Riesenzahn kämpfen. Aber vielleicht kommt ja gleich Pepper dazu. Und hilft uns. Das wäre natürlich ziemlich vorteilhaft. Ein Crit. Ja, natürlich rennt es weg. Aha. Der nach vorne halt. Hat sich nicht weit bewegt. Ist halt direkt hier. Hallöchen. Ready for round 2? Ich auf jeden Fall. Keine Sekunde will ich hier länger warten. Was macht er denn da? Naja, das, was sie wohl immer machen. Das Gewürz vernaschen. Und da spawnt Pepper. Maike, sieht aus, als hättest du das Herrscher-Pokémon gefunden. Das ist der Herrscher der bebenden Erde? Ist das überhaupt ein Pokémon? Ich glaube, der hat was gefressen, ist jetzt fitter als sonst. Na gut, wir dürfen uns sicher unterbuttern lassen. Alles klar, Maike? Yo. Ich finde das Design von diesem Donphan richtig, richtig cool, richtig sick. Ich feiere es. Ich feiere es ehrlich. Okay. Hier kommt mein Jalapeno, das ich in der Nähe gefangen habe. Bereit für einen feurigen Abgang? Oh, cool. Das Feuerpflanze-Pokémon. Ich finde das Jalapeno-Pokémon einfach nur interessant wegen der Typ-Kombo.
Ansonsten ist es halt. Ja. Vom Designer jetzt nichts Besonderes. Einfach so eine Pflanze mit zwei Dingern dran. Ah, stimmt. Zu Titan ist sehr gut gegen Riesenzahn. Für mich ist das übrigens nicht Riesenzahn. Das ist für mich kein Name. Das ist für mich ein Spitzname. Für mich ist das dann in diesem Fall eher. Paradox. Donphan. Irgendwie sowas. Ja. Aber von den Paradox-Pokémon, von denen erfahren wir dann später noch mehr. Dann machen wir mal Sprungfeder, weil das eine stärkere Attacke ist. Habe ich gerade. Was? Habe ich gerade auf einem KP überlebt oder war das geplant, dass ich mindestens ein KP behalte bei der Attacke? Was ist gerade passiert? Was zum. Mein Gehirn kommt da nicht mit. Aber ich mache zu wenig Damage. Ja gut, ich glaube da. Machen wir mal die Scheinwerfer an mit dem Delfin-Symbol. Und da ist er auch schon da. Delfinen! Yeah! Super Wechsel ist die Fähigkeit. Und mit Delfinen machen wir ihn jetzt down. Oh, hallo Penny ist down. Peppa, hast du noch ein Pokémon? Hast du noch Peppa Pig? Nein, hast du nicht? Oh. Düsenantrieb. Düsenhieb. Bam! Er lebt aber noch. Fruststampfer. Na, what's up? Heia! Delphi-Man, rettet mal wieder den Tag. Super. Ciao. Gut gemacht, Delfinator. Als hätte Dr. Doofenshmirtz diesen Namen erfunden. Toxido. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich lasse es erstmal, aber vielleicht erlerne ich sie später. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Amnesie. Ja, klar, können wir machen. Aber mal gucken, ob ich das nicht auch ändere. Allgemein ein paar TMs vielleicht beim Benutzen später. Wäre nicht verkehrt. Das war fantastisch, Maike! Das. War das wirklich ein Herrscher-Pokémon? Oder überhaupt ein Pokémon? Ja, klar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ja, es war halt ein Donphan. Die gibt's hier so oft im Gebiet. Wir finden da drin bestimmt noch mehr von dem Geheimwürz, das dieses Ding da gefressen hat. Lass uns gleich mal noch suchen. Joa. Also würde mich wundern, wenn das Gewürz hier nicht drin wäre. Sage ich mal so. Na, wo ist es denn? Komm schon, zeig dich! Ja, da ist es. Aha, gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Saures. Diese Form, diese Farbe, das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Okay. Mal sehen, was das Bruder so sagt. Saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen. Es soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen für Erholung sorgen. Also, wenn man krank ist, ist es gut. Dann geht's sofort ans Essens machen. Essen machen, ja. Heia! Das hier so und das da dazu. Sorry, dass du warten musstest. Hier ist mein versprochenes Sandwich. Wie immer. Oh yeah. Wow. Kommt Säure raus. So sieht das zumindest aus. Gas? Nee, ich hab kein Gas. Sorry. Nein, ich hab kein Gas. Ehrlich nicht.
Ja, ich kann dir aber das Sandwich geben. Grüner! Komm raus, Mastifiosa, es gibt Essen! Hoffentlich geht's ihm besser nach diesem Sandwich. Oha, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Und du auch? Gleiten erlernt. What? So langsam scheint es seine alten Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen, was? Agios. Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. Wie meinst du das? Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt das noch gleich? Trauma? Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen. Genau wie Mastifioso. Wie sieht es aus, Mastifioso? Wirkt das Gewürz schon? Was? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal abwarten, bis es dir besser geht. Ach, nicht jedes Gewürz zeigt sofortige Wirkung. Oh, so. Ach, alles okay. Mach dir keine Sorgen. Mike und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Stimmt, es fehlt nur noch ein Gewürz. Ja, ganz bestimmt ist es das. Maike, das nächste Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Geben wir im Endspurt nochmal alles. Los, los, los! Ach ja. Los. Sauce. Okay. Ja, aber darum kümmern wir uns später. Anscheinend können wir jetzt gleiten? Bring, ring, bring. Hallo Maike, hier spricht Antiqua. Korallen scheinen erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch durch die Luft gleiten, wenn du inmitten eines Sprunges den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Du hast den B-Knopf, wenn du reitest, kannst du in der Luft sein und gleiten. What? Mit seinen Haaren? Mit seinen Ohren? Was? Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin um gute Bereitung kümmerst. Auf jeden Fall. Wie soll das funktionieren? Hier ist normales Donphan mit seinen Babys. Tatsächlich mit seinen, naja, mit seinen Haaren, die vorne rausgucken, können wir fliegen und gleiten und somit eventuell neue Orte erreichen. Oder was meint ihr, Leute? Na gut, aber ich stelle mir halt die Frage, brauchen wir, was können wir austesten mal kurz? Ist sogar ein Item. Aber ich stelle mir halt die Frage, brauchen wir ja, ich kann nicht fliegen, während ich abgebaut habe. Brauchen wir wirklich alle Orden? Brauchen wir wirklich alle Orden? Oder können wir auch einfach so zum Beispiel, naja, uns den Herausforderungen am Ende stellen? Das werde ich jetzt ausprobieren. Was ist denn hier? Hier leuchtet es so. Oh, schaut mal hier. Ein Typ Feuer-Tauros. Ja, die sind ein bisschen seltener. Die haben wir noch ein bisschen anders. Ich glaube, in Violet gibt es dafür dann einen Wasser-Tauros. Ja, ihr seht, es sieht kaum anders aus als das normale Tauros, das man hier findet. Das ist halt mega lame. Das Pokémon da hinten rennt gegen die Wand. Auch mega lame. Whatever. Genau. Ich habe ja irgendwann gelabert, irgendwie da oben wäre, hier irgendwo wäre irgendwo die Liga oder so. Aber das stimmt nicht. Die ist tatsächlich direkt hier. Pokémon Liga ist direkt hier. Und jetzt, wo wir einen hohen Sprung haben und sogar fliegen können, sollte es doch möglich sein, dorthin zu kommen. Oder nicht? Ich meine, wenn man dahin kommen soll, dann gehe ich mal davon aus, von hier, an diesem Punkt irgendwo raus. Ja, hier kann man hinfliegen, genau. Und dann maybe wie hier langlatschen oder so, könnte es denn sein, wenn ich das jetzt zum Beispiel mal markiere als Zielort. Ja, dort. Aber wie komme ich dorthin, ist die Frage.
Weil hier rutsche ich dann ab und dann ist nicht mehr so schön. Ha? Oder kann ich hier lang? Wo das denn hin? Ach nee, das ist einfach nur so ein Kreisweg. Oder vielleicht übers Meer? Ich find's mal heraus. What? Und das ist ja eingesperrt. Was ich gerade gemacht habe, diesen Berg, den ihr gerade gesehen habt vor ein paar Sekunden, den bin ich einfach nochmal hochgesprungen. Da gab es eine Loading-Cutscene und dann, also halt, Ladebildschirm, whatever. Und jetzt bin ich hier? Ja, ich bin hier einfach nur auf den Stern hochgesprungen. Das kann niemals der normale Weg hierhin sein, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Und, na gut, ne? Hier gibt es sehr viele Tandemaus. Ganz viele Tandemäuse, ganz viele Wauwaus, ganz viele Hefel, ja. Hier ist auch ein Trainer, der uns scheinbar herausfordern möchte. Ich lasse ihn aber noch, weil wahrscheinlich sind wir noch zu schwach im Moment. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Trotzdem. Ich meine, wenn wir mal ganz lieb fragen, wir haben uns doch bestimmt schon bewiesen, dass wir auch schon mit nur 6 Ohren richtig krass sind und das ja auch ohne eine Mila hinkriegen können, schaffen können. Ja, was auch immer. Ja, ich möchte mich der Champ-Prüfung stellen. Du bist Maike von der Orange Akademie, auch korrekt? Wie ich sehe, besitzt du 6 Orden. Dann ist ja alles klar. Tritt bitte ein. Ich habe also eine mündliche Prüfung. Seht ihr, auch schon mit 6 Orden kann man hier rein. Durch die Wand, weil die Tür nicht aufgeht. Ah, okay. Oh Mann. Das Spiel hat sogar letztens ein Update bekommen, aber naja. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast. Nimm doch bitte Platz. Ein Interview? Na gut. Mein Name ist Kay. Ich werde heute deine Prüferin sein. Beginnen wir nun mit dem ersten Teil deiner Champ-Prüfung. Hierbei handelt es sich um die mündliche Prüfung. Lass mich zunächst bitte sehen, wie viele Arena-Orden du besitzt. Aha, du hast ja also insgesamt 6 Orden erkämpft. Verstehe. Ich werde dir nun ein paar Fragen stellen, Maike. Bitte wähle deine Antwort mit Bedacht, da ein einziger Fehler ausreicht, um durchzufallen. Dann wollen wir anfangen. Wie hast du dich heute hierher begeben? Mit einem Reit-Pokémon. Aha, ja, ja. Welchem Typ gehört das Pokémon an, das du dir als erstes ausgesucht hast? Feuer? So, so, du machst also Pokémon vom Typ Feuer. Als nächstes würde ich gerne wissen, warum du Champ werden möchtest. Weil eine Freundin es vorgeschlagen hat. Ja, jeder hat seine eigenen Gründe, nicht wahr? Ist an deiner Akademie gerade irgendwas Besonderes angesagt? Die Schatzsuche halt. Na, verstehe. Schön, dass es etwas Vernünftiges ist. Kommen wir nun zur letzten Frage. Hast du selbst irgendwelche Fragen oder Meinungen zur Pokémon-Liga oder den Arenen? Eigentlich nicht. So ist das also. Hiermit erkläre ich die Prüfung für beendet. Vielen Dank, das Ergebnis wird dir von einem Mitglied unseres Personals mitgeteilt. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Oh, das sah gut, oder? Ich hoffe, wir werden angenommen. Ich möchte unbedingt Champ werden. Vielen Dank für deine Geduld, Maike. Kommen wir nun zum Ergebnis des mündlichen Teils deiner Champ-Prüfung. Es tut mir sehr leid, aber du bist durchgefallen. Ganz unter uns, soweit ich weiß, wird die Prüfung nicht ernsthaft abgehalten, wenn der Prüfling noch keine 8 Arena-Orden besitzt. What? Du kannst die Champ-Prüfung jederzeit erneut ablegen. Also zumindest nachdem die Zeit abgelaufen ist. Eieiei. Immer die mit ihren Vorteilen. Nur weil ich 6 und nicht 8 Orden habe, wollen sie mich jetzt nicht annehmen. Das geht doch nicht. Ihr müsst doch noch irgendwo in der Nähe nochmal ein Arena sein. Irgendwo ein Orden, den wir uns schnappen können. Also es fehlen uns literally nur noch 4 Punkte. 2 davon Arenen, 2 davon... Ah ne, 5 Punkte. Nee. Doch, 5 Punkte, ja. 5 Punkte, 2 davon Arenen, 2 davon Stars und 1 davon Vater Legenden. Und ich kann nicht reinzoomen. Jetzt geht's. Okay.
Und ja, hier unten haben wir eine Psycho-Arena übersehen, mehr oder weniger. Naja, wirklich übersehen haben wir sie nicht. Wir konnten da so oder so noch gar nicht hin. Denn dafür brauchen wir erstmal ein paar Upgrades. Und ich glaube, wir sollten jetzt alle nötigen Upgrades haben, um dort hinzugelangen. Ich drehe mich kurz in die Richtung, wo ich hin will. Das wäre hier. Und dann latschen wir dort entlang, ne, meine kleinen Pummeluffs? Joa. Whee. Da wir jetzt fliegen. Genau. Da wir jetzt fliegen können, sollte das aber doch bestimmt kein Problem sein, oder? Ich meine, come on. Ich kann fliegen. Whee. Seht ihr? Südliche Zone 4 habe ich es, glaube ich, gelesen. Und hier ist ein kleines Toxel. Schon ganz niedlich. Ich weiß, Toxel hat sehr viele Fans. Vor allem die Weiterentwicklung. Vor allem die Weiterentwicklung. Ey, ich war gerade im Menü. Lass mich in Ruhe, kleines Baby. Geh woanders, Baby sein. Lass mich in Ruhe. Ja? Du. Wird schon wieder hier genervt von den anderen Viechern. Ach so, das hier ist gar nicht der Weg hierhin, sondern die Abzweigung, die wir hatten. Sieh mal einer an. Dann lass uns da mal hinfliegen. Weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Aber vor ein paar Folgen auf jeden Fall gab es hier oben, glaube ich, war das. Was ist denn hier los? Okay. Gab's hier oben eine Abzweigung neben dieser Trainerin. Und wir gehen diesmal hier lang. Um Richtung 7. Arena-Orden zu gelangen. Und das Item hätte ich schon gerne. Manchmal nehmen die wirklich die Items auch gar nicht mit. Obwohl man wirklich drüber latscht oder sowas. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Der kleine Racke hier möchte kämpfen. Können wir das ja mal machen für ihn. Ein kleines Molunk. Molunk selber, wenn es männlich ist. Ja, ist männlich. Ist auch total fein. Ist noch total fein. Nur wenn es sich entwickelt. Wenn es weiblich ist und sich entwickelt, dann ja. Sollte man auf jeden Fall mal Acht geben. Ganz viel Driftlons. Trotzdem mehr als du. Schön für dich. Hat da Bunny immer nachgefragt. Okay, ich glaube, es ist egal, ob wir jetzt nach oben oder unten lang gehen. Wir müssen trotzdem mit beiden Wegen ans Ziel kommen. Glaube ich, aber wissen tue ich es jetzt auch nicht. Hoffentlich falle ich nicht. Hey, brauchst du Hilfe? Oh, hast mich erschreckt! Oh, ich hab fast gefallen, Mann! Kämpfen? Oh, ja, komm noch. Okay. Dito! Jugui! Ein kleines, süßes Dito! Dass nur eine Attacke drauf hat, und zwar Transform. Aber weil ich schneller war mit einem Angriff, der Düse heißt, offensichtlich, konnten wir leider Dittos Fähigkeit nicht sehen. Aber egal. Bin nur froh, dass ich voll auf der Schrecklich hinuntergestürzt bin. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Das ist natürlich besser, dass du dann nicht runtergefallen bist. Natürlich. Boah, ist aber ein langer Weg hier. Länger als gedacht auf jeden Fall. Da vorne ist es gefährlich. Das Gebiet ist da vorne gefährlich. Bummer sind super stark. Ja, echt? Da werden wir wohl in der nächsten Folge einiges vor uns haben. Einige starke Gegner. Aber jetzt, wo wir sowieso fast Level 40 sind. Ich meine, wie schwer kann das schon werden, ne? Kill ist, weil es ist ein Elektro-Pokémon. Gut. Das hätte sonst Probleme gegeben. Das wäre nicht so schön gewesen. Yeah.
ist er noch gefährlicher. Mhm. Die sollten Angst vor mir haben. Genauso wie ihr vor mir Angst haben solltet, wenn ihr jetzt nicht liked und direkt das nächste Video anklickt.